Hallo und herzlich willkommen zu Ingos Treasure Hunt. Heute endlich mal mit der Retro-Kompott-Einblendung. Das hat mir Patrick scheinbar mal vor längerer Zeit geschickt und ich kam jetzt endlich mal dazu, das Ganze hier einzubinden. Das könnt ihr, andere Richtung, da oben sehen. Also hier, wenn jetzt jemand chattet, sollte auch hoffentlich in dem Overlay irgendwas erscheinen, aber es erscheint nichts. Komisch. Tja, hallo Patokemon. Ja, schön, dass du dabei bist und warte mal, ich schreibe mal gerade selber in den Chat, Test. So, und das müsste doch jetzt erscheinen. Moment, ach, Sekunde. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht und es werde Licht. Da ist es. So, wunderbar. Ja, auf geht's. Dann kommen wir heute mal zum ersten Titel des Abends. So. Was haben wir denn Schönes? Wir waren letztens bei Spider's Web und jetzt kommen wir, also das nächste Spiel ist Splatform. Das ist ein neues Spiel von 2007 von Robin Harbron oder, ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt ausspricht, ob das jetzt ein, Amerikaner ist, keine Ahnung. Probieren wir es einfach mal aus. Reden wir nicht so viel und schauen wir mal, was da kommt. So, ich höre Musik. Ich hoffe, ihr hört auch Musik. Das ist ungewöhnlich. Also, es gibt ja nicht viele Spiele mit der Intro-Musik, aber da merkt man halt, das Spiel ist modern. Das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an, finde ich. Okay, ein bisschen wie Telefonklingeln. Hallo Inso! Ja, gut, mal sehen. Vielleicht gibt es auch noch ein Spiel hinter dem Intro. Ich finde das lustig, weil beim C64 wäre das Natürlichste, ein Intro mit Musik zu haben. Aber beim VC20 ist es halt irgendwie... Ja, schwierig. Was ist das denn jetzt hier? Oh. Man ist das so eine Art Whistball? Ach, warte mal, das hat eine interessante Physik. Warte mal, irgendwie... Man kann, also man ist ein Ball und man muss... Hilfe! 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 Ah! Nein, ich bin ins Loch gesprungen. Nein, ich bin schon wieder eins mit dem Loch geworden. Aber nochmal, warte mal, das ist eigentlich interessant, weil es ist eine komische Physik, aber der Ball ist so fluffig. Also der springt so schnell, aber die Steuerung ist ein bisschen wie Whistball. Warte und hopp. Jetzt habe ich's raus. Halleluja. Moment, nochmal. Hopp. Ach, nein, ich bin ins Loch gehüpft. Nochmal. So. Oh, dann, danke David van Scouten für das Followen. So. Das ist Whistball in Schwarz-Weiß. Aber... Schaut euch mal an, das Scrolling, also es hat ja nicht viele Farben, wollte ich sagen. Schwarz und Weiß sind ja keine Farben, aber es ist butterweich. Also das ist technisch gut gemacht. Und auch von der Steuerung, ach, es ist interessant. Also die Steuerung ist jetzt nicht die einfachste, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man die durch Skill lernen kann. Also Übung macht den Meister. Und schaut mal hier, ich bin jetzt schon mal weitergekommen. Ein interessantes Spielprinzip. Oh, ich komme. Nee. Wie kann man denn aber jetzt hochkommen? Nee, dann geht's da nicht lang. Also man muss scheinbar dann den richtigen Weg finden. Nicht alle Wege führen zum Ziel. Warte mal. Ach nee, man muss ja gleich da oben rum. Nein, und ich bin ins Loch gehüpft. Aber ich probiere es nochmal. Also sorry, wenn ich euch jetzt langweile, aber... Ich finde, das Spielprinzip hat was. Also es fühlt sich auch recht modern an. Also gut, das ist aber daher zu begründen, weil das ist ja von 2007. Schade. Und ach, man merkt halt, dass man hier viel Wert drauf gelegt hat auf die Spielemechanik.
So, komm. Nein, wie kann ich denn da hochspringen? Irgendwie, ich weiß nicht, wie ich den Ball beschleunige. So, man kann aber irgendwie durch Geschwindigkeit... Hier, ich kann weiter springen, wenn ich ganz... Ja, hier, ah, ich bin hochgehüpft. Hier, und jetzt bin ich oben. Ah, Mann, ich bin so aufgeregt. Mensch. Ah, das ist... Ich möchte das unbedingt schaffen und irgendwie bin ich dann so aufgeregt, dass ich dann irgendwie das nicht auf die Reihe kriege, beziehungsweise dann irgendwie versage. Nein, und ich bin vorbeigerauscht. Oh, einmal probiere ich noch. Ja, okay, gut. Ja, aber schönes Spiel. Das ist, ja, ein Whizball-Klon. Also, ja, gut, Whizball kann man jetzt nicht vergleichen, aber so, es hat eine Spielemechanik von Whizball und das finde ich, hat was. Nur halt ohne Farben sammeln. Jetzt schreibe ich schon hier auf in Highlights Whizball. So, Whizball. Ja, oder kennt ihr ein Spielprinzip, was so ähnlich ist? Also, außer Whizball. Also, ich nicht. Ja, deswegen, ja. Cooler Titel. Kann man weiterempfehlen. Jetzt kommen wir zu Sport Sport. Auch ein modernes Spiel von 2002. Ist ja Wahnsinn, wie aktiv noch die VC20 Community war. Moment, ich muss den Speicher ausschalten. So. Und Start. Hallo, Exorzist. Ja, ich fand das Spiel aber cool. Also, das hat Spaß gemacht. Aber es war halt nicht ganz einfach. Aber ich fand schon, dass es fair war. Und es hat was. So, und das sieht jetzt auch richtig gut aus, finde ich schon mal vom Titel her. Allein schon der Fontsatz, der gefällt mir richtig, richtig gut. So. Ui. Was ist das denn? Ist der unten nackt? Ja, und jetzt? Tja. Also, wenn ich den Joystick rüttel, wackelt hier alles irgendwie. Tja. Wie startet man das Spiel? Oder ist es abgestürzt? Ich glaube, es ist abgestürzt. Kann das sein? Ich probiere es nochmal. Moment. Schade. Nee, F5 muss man drücken vielleicht. Ah nee, da steht's doch hier. Wenn man lesen kann, ist man klar im Vorteil. Arrow left, Instell, Commodore Key und Cursor right. Oh je, mine. Das sind jetzt genauso Tasten, die ich wahrscheinlich nie auf meiner Tastatur finden werde. Ja, da muss ich alle Tasten durchgehen. So, ja, genau, hier. Das ist, ja. Vor allem der VC20 hatte ja wieder C64 keinen richtigen Cursor-Key, sondern dann waren die ja irgendwie doppelt belegt. Ja. Also, gut gemeint. Es sieht ja eigentlich auch ganz gut aus, aber warum hat man da keine Joystick-Steuerung? Ja. Warte mal, ich drücke mal nochmal F5. Ja, das scheitert an der Steuerung. Das ist, gut. Das frustriert ein bisschen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Es sieht gut aus, aber dieser Steuerungsaspekt, der frustriert unheimlich. So, Spyflight von 83 mit 16 Kilobyte Speichererweiterung. Da bin ich mal gespannt. Moment. So. So, F1. Ja, ein Text-Adventure und sogar ein, ja, eins von der harten Sorte. Wir hatten ja das letzte Mal auch ein Text-Adventure.
mit Grafik, also wo auch dann ein bisschen so eine 3D-Welt, also wo man halt in solchen Dungeons rumrennen konnte. Und dann gab es so eine 3D-Ansicht, aber hier ist ja gar nichts. Und das habe ich auch schon mal gesagt, also das spiele ich jetzt momentan nicht mehr, weil das ist einfach wirklich extrem schlecht gealtert. So, Spy Mouse von 2006 von Denial. So. Und wir haben wieder Ton. Also in Musik. So, ich höre die Musik ein bisschen leise. Ist sie für euch okay von der Lautstärke oder soll man das auch lauter machen? Das geht schon lauter, aber ich möchte nicht wieder, dass ihr vom Stuhl fallt. So. Wieder ein Problem. Wie startet man das Spiel? Das ist also damals in der Anfangszeit so schlimm gewesen, dass man teilweise noch nicht mal geschafft hat, ein Spiel zu starten. Nee. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn das schon das Spiel war hier. Nee, ich starte es nochmal. Also ich krieg's nicht gestartet. Also mit dem Joystick nicht. Puh. Ja. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nochmal... Und ja, gut. Das muss man jetzt nicht durchgehen. Habe ich auch keine Lust dazu. Machen wir einfach mal das nächste Spiel. Spy Mouse Director's Cut. Das ist das gleiche Spiel, aber in gut. Ja, und das gleiche Problem. Ich krieg's nicht gestartet. Das ist manchmal so schlimm und schwierig. So viele Tasten hat der VT20 doch gar nicht. So, ich bin jetzt mal alle Tasten durchgegangen. Wahrscheinlich steht im Handbuch drücken, tippen Sie Play ein, irgendwie sowas. Und drücken Return. Ja, ich weiß es nicht. Krieg's nicht gestartet. Sorry. So, dann Square Puzzle. Oje, Puzzle-Spiel. UDLR Sternchen. UDL. Ah, das ist ja komplett über die Tastatur verteilt. Das muss man sich mal reinziehen. Also, was ist das für eine Steuerung? Und nein, also, so ein Zahlenrätsel habe ich jetzt auch keine Lust. Also, das ist mir auch zu hardcore. Squash. So, was ist das? Bad Size? Machen wir mal einen großen Schläger. So, ach. Ja, und wieder das Problem. Ja, man muss wieder Tastatur spielen. Und, ach hier, das... Aber man sieht jetzt mal, wie technisch schlecht das jetzt hier ist. Also das ist jetzt technisch wirklich absolut, ja, schlecht umgesetzt. Also das ist ein Breakout-Klon. Ich weiß nicht, wie ich den Bett... Na, doch, warte mal, jetzt hatte ich es doch gerade. Das Problem ist auch, dass die Tastatureingabe so verzögert ist. Und man erkennt auch nicht mal, welche Tasten da jetzt genutzt werden. Naja, ist egal. Oh. So, Squeak. Ja, hallo Michael. Ja, das ist Breakout zum Breaken. Zum Übergeben, zum Brechen. English for Runaways. Nee, also das ist katastrophal gewesen. So, Squeak. So. Was ist das? Eine Maus, die flimmert.
und die abgeschossen wurde. Also man muss hier irgendwelche Sachen sammeln. Boah, ist das gewaltig, das Spiel. Man kriegt eine Rakete übergebraten. Aber das ist auch wieder ein Spiel, das ist nicht gut. Also da war ja vorhin, nee, also nächstes Spiel habe ich auch keinen Bock zu. Wie gesagt, wenn wir hier durch sind, dann fange ich ja an mit der Berliner Schatzkiste auf dem Amiga. Und ja, je schneller das jetzt hier abgearbeitet wird, desto schneller sind wir durch. So, Star Attack. Ein Multipart-Spiel, was mal vorhanden ist. So, Moment, jetzt den zweiten Teil laden. So. Oh! Nee! Hört ihr den Ton? Ja! Ich hab jetzt irgendwie nichts gemacht, bin aber in Level 2. Steuere ich das? Bin ich das? Nee, jetzt bin ich irgendwie gecrashed. Ich weiß gar nicht, ob ich mit der... Doch, ich steuere mit dem Joystick. Aber die Steuerung ist sehr komisch. Ja, und jetzt könnt ihr, also hier ist direkt der Test, ja, ob ihr noch gute Ohren habt, weil wenn ihr das Pieps nicht hört, dann seid ihr noch nicht alt. Wenn ihr es hört, dann seid ihr zu jung. Ja, okay, ich mach weg. Ist es so laut bei euch? Da bellen die Hunde von der Nachbarschaft bei dem Ton. Ja, habt ihr das gehört? Beziehungsweise, also ich hab's gehört, das war direkt, ich hab ja hier die Ohrhörer drin und es war so richtig schön, ja, im Ohr. Aber ich bin da abgehärtet mittlerweile, das ist überhaupt kein Problem. So, hallo David von Scouten. Oh, 67er Jahrgang, das ist ja auch richtig, also was heißt richtig alt, also so viel älter jetzt auch nicht mehr. Das Schlimme ist, das hatte ich auch gestern im Stammtisch gesagt, wenn ich jetzt, also ich werde jetzt 47 und wenn ich das Alter 50 höre, denke ich mir mal, oh, was für alte Säcke sind das denn? Ja, da bin ich ja noch so weit entfernt, aber bin ich halt nicht mehr. Und das ist halt echt manchmal ganz schlimm, dass man das Alter nicht so richtig realisiert. So, und ja, 67er war auf jeden Fall ein guter Jahrgang für den VC 20 damals. So, nachdem jetzt die Hunde alle in Rage sind. So. Ja, ich bin halt noch ein junger Hüpfer, genau. Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. So, was haben wir denn hier? IJKM. Spielt man das eigentlich, oder hat man das früher mit zwei Händen gespielt oder mit einer Hand? Also mit einer Hand geht das nicht. Versucht mal auf der Tastatur IJKM zu drücken. Das ist ein Graus. Das ist, hier, ich bin so mit der Hand drauf. Man hat da noch 20 Jahre gebraucht irgendwie, oder ja, so lange war es jetzt nicht, aber dass man da irgendwann mal die WASD-Steuerung eingeführt hat. Ja, warum hat man den nicht vorher eingeführt? Okay, wahrscheinlich, weil man keine Maus hatte. Weil die WASD-Steuerung hat ja erst Sinn ergeben, wenn man eine Maus in der rechten Hand hat. Also für Rechtshänder auf der rechten Seite eine Maus, in der linken Seite halt die Tastatur. Ja, Leute, das Spiel ist doof. Also Spiele ohne Joystick finde ich generell doof. Alles ist doof heute irgendwie. Star Chaser, Star Defense von Kingsoft. Oi. Jetzt haben wir doch mal was Interessantes. Ein Spiel von Kingsoft, was ja später von Electronic Arts gekauft wurde. Die waren ja bekannt auf dem Amiga für Budget-Titel. Und ich wusste gar nicht, dass die auf dem VC20 so präsent waren. Und die hatten durchaus Spiele von einer annehmbaren Qualität da auf dem VC20. Wenn sie nur mal laufen. Aber warte mal, 16 Kilobyte, das ist ja ein riesen Spiel, der Speicher muss ja erstmal bewegt werden und geben wir dem noch ein bisschen Zeit zum Laden. Es kann sich nur um Stunden handeln. So, ja, aber auf dem C16 waren die bekannt, aber waren die nicht auf dem VC20 dann schon früher? Weil der C16 kam doch später. Ja, aber irgendwie geht nichts. Ich probiere jetzt mal mit dem originalen Commodore Kernel. Vielleicht liegt es daran. Weil das würde mich jetzt schon mal reizen. So. Ja, es gibt auch VC20-Spiele, die angenehme Tastatursteuerung hatten. Auch A und D.
Ja, Amiga nebenher. Also ich kannte die damals vom Amiga, beziehungsweise, hallo Mr. Talk. Ich kannte die vom Amiga. Ich hatte, also meine Spiele 3, 4 und 5 waren unter anderem City Defense und Emerald Mine für den Amiga. Das dritte Spiel erinnere ich mich nicht mehr, das war auch von Kingsoft, weil die hatte ich damals gekauft, weil die einfach billig waren. Das waren halt Budget-Spiele. Und die haben ja auch damals eigentlich immer irgendwas nachprogrammiert und nichts selbst gemacht. Und ja, und deswegen Kingsoft war damals schon irgendwo cool. Und Emerald Mine war ein ganz, ganz toller Boulder Dash-Clone. Ich kannte Boulder Dash vorher gar nicht. Für mich war das immer Emerald Mine. Und ja, das Spiel von Kingsoft läuft irgendwie nicht so richtig. Nicht, wie ich mir das vorstelle. So. Tja, das ist schade. Das ist. Aber wir probieren noch mal was. Und zwar, ich gebe noch mal ein bisschen mehr Speicher. Vielleicht gibt es auch ein Problem, das hatten wir schon mal, dass es zu wenig Speicher gab und dass deswegen irgendwas mit dem Laden nicht geklappt hatte. Dass der irgendwie anzeigt, out of memory. Ja, Bierschorsch 01. Ja, ich habe gesehen, also mein Gesicht, das wurde gepostet im irgendwo, ich weiß nicht, der Robin hat es mir gezeigt. Das sah echt cool aus. Warst du dafür verantwortlich? Also das hatte was. War echt cool. Dankeschön. So, Moment, es geht ja immer mit. Ja, der damals dachten wir, warte, beim Kopieren, was habe ich jetzt nicht ganz verstanden, Mr. Talk? Naja, ich würde mal vorschlagen, ich spiele jetzt mal weiter. Also, ich kriege das Spiel nicht zum Laufen, das ist echt schade. Ich weiß nicht warum. Dann machen wir jetzt mal hier Star Falls von Cascade. Das ist echt traurig. Also, ich hätte das gerne mal ausprobiert. Aber das kann halt mehrere Gründe haben. So, no, brauchen wir nicht. Ach je, Mini. Oh je, oh je, oh je. Also, mein. Naja, oh Mann. Aber da sieht man mal, was damals auch veröffentlicht wurde. Das waren ja wirklich. Also, die Leute haben eigentlich auf nichts Wert gelegt. Das waren ja wirklich solche Projekte, die man quasi an einem Tag geschrieben hat und dann ein Spiel veröffentlicht hat. Also, ja. Wahrscheinlich hat es noch länger gedauert, die Anleitung dazu zu schreiben. So, Starfighter. Da gab es doch diesen Film. War der nicht auch von 82? The Last Starfighter hieß der Film, glaube ich. Ich vermute mal, dass das Spiel vielleicht auch in Anlehnung gemacht wurde, weil es wurde ja immer gerne gemacht, wenn irgendwie ein berühmter Film war, dann haben die Leute damals dazu dann ein Spiel geschrieben, ohne Lizenz, aber das war halt in der Anfangszeit normal. So, I, J, L, M und die Plus-Taste, die weiß ich nicht, wo die ist. Was ist das? Ist das Ding jetzt kaputt oder ist das Absicht? Oder. Das ist ein TIE Fighter, aber. Was? Ich bin schockiert. Also, das Spiel ist ja jetzt. Nee. Also, irgendwas ist hier kaputt. Nein, Nein. Ha. Weg. Nächstes Spiel, also. Starfrog von Microgen. Okay, wenigstens ein schönes Titelbild. Oh. Und jetzt ist irgendwas kaputt hier mit der. Nee, jetzt geht's. F1. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier wird ein Bildschirmmodus erzeugt. Ah, jetzt geht's. So, ich bin eine Kugel. Und ich kann mit Joystick steuern, wenigstens. Und es geht sogar einigermaßen direkt. Also das, aber ich habe keine Ahnung, was man machen muss. Also man muss den Dinger ausweichen.
So. Mach dich, komm, starte. Ah. Was muss man denn hier machen? Oder muss ich den Ding einsammeln? Da ist ein Fisch. Nee, den kann man nicht einsammeln. Ach nee, Moment. Da oben, jetzt sehe ich gerade was. Da oben gibt es irgendwie einen Raum. So, Moment. Also man braucht damals bei den alten Spielen wirklich viel Fantasie. So, ich habe jetzt hier was. Ach, ich habe jetzt, warte, nein, nein, lauf, weg, 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 hier. So, man muss das in die Klappe rein. Also genau, man muss oben, da ist so ein Speicher, so ein Vorratsspeicher und da muss man die Sachen rausholen und dann in die Klappe werfen. Aber man kann auch hier rein. Ja, das ist jetzt eigentlich, ja, gut. Puh. Ja, ist okay. Es läuft wenigstens wieder und das ist jetzt, man kann es spielen. Also, man merkt schon, dass die Ansprüche beim VT20 manchmal dann doch stark reduziert werden. Oh, Star Trek mit CK. Da sind wir mal gespannt. So, jetzt kommen wir zu den ganzen Star Trek-Spielen. So, was geht im Chat ab? Genau, der Exorzist, der arbeitet an einem neuen Spiel. Das sieht auch sehr interessant aus, aber da gibt es dann mal in der späteren Folge vielleicht mal mehr. Hoffentlich. So, so, genau, in die Lücke rein. Ja, genau, das habe ich jetzt erst gelesen. Sorry, war etwas spät. Das ist immer so schwer, wenn man, warte mal, jetzt habe ich vergessen, das Spiel zu laden. Wenn man spielt und gleichzeitig den Chat beobachtet, dann hat man ein Auge fürs Spiel und den anderen das andere Auge für den Chat, aber das ist nicht einfach. Multitasking und das ist leider nicht so meine Stärke. So, Enterprise. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Es gibt noch 15 Klingonen. Tja, ich habe keine Ahnung, was soll ich machen? Tja. Also, machen wir mal das nächste Star Trek-Spiel. Also, das ist jetzt halt irgendwie nur mit Text. Das ist manchmal echt verdammt schwer rauszukriegen, was die von einem wollen. Jetzt hier Star Trek von Cascade mit 8 Kilobyte. So, weil das scheint doch jetzt ein kommerzielles Spiel zu sein, aber ob die Star Trek-Lizenz hatten? Oh, warte mal, was ist das denn jetzt hier? Moment. Also, ein Stern ist ein S, ein K ist ein Klingone, B ist eine Base, die Enterprise ist ein Sternchen. Ja. Okay. Ich glaube, es gab sogar mal in den 70er ein Star Trek-Spiel auf irgendeinem Großrechner. Ah ja, hier, man kann jetzt irgendwie Long-Range-Scanner machen. So, jetzt bräuchte ich nochmal das Handbuch, was das alles war. Tja, so hat man sich die Zukunft damals vorgestellt. Naja, gut, damals war halt eine Menge Kopfkino dabei. Tja, ich komme nicht mal raus. Ah, jetzt habe ich das Programm abgebrochen. Oh, nochmal. Short-Range scannen und feuern. Also das Ganze ist so eher eine Wirtschaftssimulation im Star Trek-Universum, aber puh. Moment, ach hier L? Nee, was? Also ich glaube, früher hätte ich mir das alles abgeschrieben, die Befehle. Ja, also das ist, okay. Sorry, Leute, aber das ist echt verdammt schwer spielbar mittlerweile. Dann kommen wir zu dem nächsten Star Trek-Spiel. Das könnte das gleiche sein. Nee, ist ein anderes. Und auf Holländisch, ja. Der David van Scouten, das Problem ist, die waren, glaube ich, aber auch nicht lizenziert. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, und jetzt,
was interessant ist, alle Star Trek-Spiele haben irgendwie so mit Scanner und sowas zu tun. Also ich erinnere mich an kaum ein modernes Star Trek-Spiel. Vielleicht doch dieses Virtual Reality-Spiel, wo man halt scannen kann. Gut, ist Scannen damals echt so ein Grundelement gewesen im Star Trek-Universum? Das hat die Leute scheinbar beeindruckt. Ja, aber hier, man kann jetzt irgendwie den Kurs setzen. Achso, man muss das zweidimensional machen. Ja gut, ist ja logisch. Ja. Ja, es hat aber schon was. Also das ist jetzt, weil so hat man sich auch damals die Zukunft vorgestellt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also wenn ich so eine Enterprise steuern müsste, wäre ich schon mal direkt abgeschreckt. Also das ist dann doch ein bisschen zu extrem. Dann kommen wir jetzt mal zu Star Wars von 81. So, da bin ich auch mal gespannt. Ach, ich muss mal gerade hier den Speicher ausschalten. Da bin ich mal gespannt, ob man auch mal eine Star Wars-Melodie hört. Weil bei Star Trek hat man nicht die Star Trek-Melodie gehört. Das ist, oder die Fanfare. Das ist halt, das hätte man ja auch irgendwie umsetzen können. Da merkt man halt, dass das. Da hat man doch wenigstens jetzt hier was. Und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder gesperrt hier. Wir sind nicht gesperrt, sondern kriegen so einen, so eine Beschwerde von Twitch, dass wir jetzt hier nicht lizenzierte Musik abspielen. Ja, aber man kann es erkennen. Komischerweise hat die Star Wars Musik damals die Leute, glaube ich, von der Popkultur mehr beeindruckt. Oh, das ist sogar 3D. Und, nee, oder ich mach gar nichts. Ich dachte jetzt, ich fliege, was mache ich denn? Also ist jetzt erstmal wieder mal die Herausforderung, die Challenge. Wer bin ich? Was steuere ich? Was soll passieren? Also derzeit bin ich jetzt weg von der Tastatur. Oh. Ja, aber ich habe keine Ahnung, was. Ich dachte erstmal, ich steuere aus Ego-Ansicht und kann schießen, aber ich mache ja gar nichts. Also ich habe die Hände momentan bei mir. Und ja, also es ist wieder ein Spiel, was an der Steuerung scheitert. Naja. Sorry, also gut. Das ist halt echt schwer. Moment, jetzt kommt Star Wars von Umi, von 81. Also, das ist ja ein ganzer Star Wars-Hype 81. Das ist das gleiche Spiel. Ach, aber hier steht jetzt wenigstens die Steuerung. Das ist doch schon mal toll. A, I, J, K, M. So. A, I, J, K, M. So, jetzt wissen wir wenigstens, was passiert. Ah, ich bin der TIE Fighter. Aber irgendwie ruckel ich da vor mir hin. Also, ich weiß gar nicht, was ich steuere. Und es ist ja auch interessant, warum man halt, es gibt so viele Spiele, wo man bei Star Wars die Bösen spielt. Also, das hatte scheinbar damals immer schon so eine Faszination. Ich kenne jetzt auch kaum ein Star Trek-Spiel, wo man die Klingonen spielt. Oder das kam erst deutlich später. Ich glaube zu Next Generation, wo die halt dann. Ach, nee, Moment, ich bin doch hier 3D. Ich spiele gar nicht den TIE Fighter. Ich muss ihn abschießen. Oh Mann, Leute, ich habe einen Krampf in der Hand. Also, wie kann man das denn. Ich glaube, man braucht wirklich Babyhände, um das spielen zu können. Es geht einfach nicht. Ich krieg das nicht. Hier koordiniert. Oh Mann, ich möchte einmal ein TIE Fighter abschießen. Naja, Space Cadet. Ich wurde schon schlimmer beleidigt. Moment, nochmal. Aber da, also, wenn ich jetzt mal zurückdenke, 40 Jahre in die Vergangenheit, und würde so ein Spiel sehen, ja, das halt so Pseudo-3D wäre. Also ich wäre wahrscheinlich total gehypt. Für mich wäre das damals. Also die Sterne sahen damals auf VHS auch nicht schlechter aus oder besser aus. Also die Sterne sind dann aus damaliger Sicht schon fast Fotorealismus. Naja, machen wir mal das nächste Spiel weiter. So, nochmal ein Star Wars, aber das ist schon, glaube ich, das gleiche. Dann machen wir Star Wars 2. 82. So.
ja, alles zerstören. Ganz einfach. So, hallo Stefan. Oliver, dich hatte ich glaube ich schon begrüßt. Ich bin hier schon so vergesslich. Hallo Flopsoft V2 PKT0. Und hallo die Dattelkammer. Volles Haus. So. Warte mal, muss man wieder hier mit. Ach, jetzt weiß ich wieder nicht, wie man steuert, aber. Alle Star Wars-Spiele sind 3D. Also die haben versucht, damals 3D-Weltraumsonatoren zu machen. Das finde ich interessant. Aber natürlich aus heutiger Sicht, ja, das ist halt sehr schwierig spielbar. Ich meine, man muss mal schauen, von wann die Spiele sind. So, Moment, machen wir Starfight. Also das war halt scheinbar auch schon damals immer ein Traum, in einem Raumschiff zu fliegen aus der Ego-Ansicht und halt andere Raumschiffe zu zerstören. So, Starfight, da gibt's die Klingons. Ach, und die Enterprise ist auch da. Ja, das ist halt irgendwie so ein Strategiespiel. Ja, gut, muss ich jetzt aber auch nicht. Ja. Also damals war das, hat man das oft gesehen, diese Hardcore-Strategiespiele, weil es gab halt auch nicht viel, was man darstellen konnte. So, StarQuest, das hört sich jetzt an nach einem Text-Adventure. Schauen wir mal kurz an. Ansonsten geht das dann auch schnell, breche ich das schnell ab, wenn es wieder ein reines Text-Adventure ist. Weil ihr wisst, Text-Adventure mache ich einen ganz großen Bogen drum. So. Ja, StarQuest. Ja. Oh. So, man hat da. So, ready for hyperspace jump. Ja, Bobelprinz, also 3D. Es waren Versuche, eine 3D-Welt nachzubilden. Das ist natürlich so wenig 3D, die, klar. Also, aber es war halt immer so ein Traum, aus der eigenen Ansicht dann im Weltraum zu fliegen. Und ja, dann irgendwelche Raumschiffe abzuknallen. Und das Ganze lebt ja noch bis heute, dieses Genre. So, to select target. Warte mal, was ist das denn jetzt? Ja, ich habe ein Problem, weil ich habe nur zwei Cursor-Keys. So, ich habe jetzt einfach mal einen Stern ausgesucht und dann fliegen wir mal dahin. Aber schon grafisch relativ aufwendig dargestellt. Ich glaube, das Spiel hatten wir auch schon mal. Ich meine, ich stelle mir halt die ganze Zeit vor, so als 6-7-jähriger Knilch, ja, wenn man halt vor so einem Rechner sitzt und man kannte noch nichts, ja, und dann, man sieht diesen Computer und denkt sich dann halt in so eine Welt und ich kann mir schon vorstellen, dass man sich dann wirklich dann auch wie im Weltraum fühlt und von der Immersion war das damals halt total was Neues, weil es gab ja auch nur Fernsehen und selbst das primitivste Computerspiel war irgendwie eine ganz andere Welt, weil man hatte eine Interaktion. Ja, man konnte halt was bewirken, man konnte was steuern. Und egal wie das aussah, ja, man hat sich dann halt auch so vieles im Kopf dann vorgestellt und zusammengereimt. Und deswegen, ja, ich finde das. Also, deswegen, diese ganz alten Spiele haben irgendwie schon noch einen gewissen Reiz, weil ich stelle mir, also, ich komme mir halt wirklich vor wie ein kleines Kind, ja, was dann vor dem Rechner sitzt und vor so einem flimmernden Fernseher, der dann halt auch noch so Geräusche macht, weil kanntet ihr das auch damals beim C64, dass, der Monitor hat immer so auch gefiepst, so in bestimmten Frequenzen, so je nachdem, wenn man jetzt auch gerade was geladen hat oder so, da gab es dann immer dieses Surren. So, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Weil ich warte und warte und warte und irgendwie viel habe ich noch nicht gemacht. Ich sehe Sterne. Tja, ich drücke mal einen Knopf. Tja.
hätte ich was machen müssen. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwo was interagieren musste und ich habe es verpeilt. Weil ich warte jetzt die ganze Zeit und... Ja, gut. Ja, okay, ist schön. Also, haben wir mal reingeguckt. Ich glaube, ich habe den Einsatz verpasst. Aber war relativ aufwendig. Starship Escape. Ach, auch mit 16 Kilobyte. Was haben wir denn heute alles für aufwendige Spiele? So. Enter your status. Amateur. Yes. Ja, Joystick, natürlich, klar doch. So. Was stellt das da? Ein Raumschiff? Oh Mann, das sind aber halt auch wirklich so basic Spiele. Ah, obwohl. Moment. Ich habe jetzt einen Hund. Ich habe einen Hund. Oh, und jetzt hat mich irgendwie einer... Jetzt piepst das bei mir irgendwie. Also ich laufe mit meinem Hund und muss den anderen Männchen ausweichen und bin irgendwie... Hab die Tür nicht getroffen. So, warte. Ach, jetzt gehe ich da unten. Oh, ist der schnell, Mann. Was ist das für ein Hund? Beziehungsweise der rennt ja. Moment. So. Ey, ich schaff's nicht durch die Tür. Irgendwie bleibt auch der Joystick so ein bisschen hängen, habe ich das Gefühl hier bei dem Spiel. Also man muss exakt das Loch treffen. Ja, jetzt habe ich's. Was ist jetzt hier? Da ist ein... Boah, ist das aber schwer. Aber interessant, es gibt hier so eine Art Level-Design. Also zwar ganz primitive Grafiken, aber so ein Levelaufbau. So, was man jetzt hier machen muss, weiß ich nicht. Ja, ein Gassi-Simulator, das kann sein. Star Quest, ja, das, also ich kannte das jetzt nicht, das Star Quest, aber warte mal, was? So, also wie gesagt, das Star Quest kannte ich nicht, aber oft hat man es auch so, dass jetzt viele Programmierer natürlich auch den Ursprung hier auf dem VC20 hatten. Und man stolpert halt auch mal hin und da über einen bekannten Namen. Und das Interessante ist auch, dass viele der Spiele von teilweise noch bekannteren Programmierern, die fehlen dann halt auch in den CVs von den Leuten. Moment, was habe ich jetzt gemacht hier? So. So, was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Es ist ein einarmiger Bandit, oder? Oder ist das... Das ist ein Glücksspiel, irgendwie. Ja. Ja, gut. Das muss jetzt nicht sein. Glücksspiele war halt auch ein Spielgenre, was total beliebt war damals. Ich verstehe nicht, warum. Aber... Und Lernspiele, das war auch ziemlich populär. So. Stoneville Manor. Ist das jetzt, ja, das ist ein Text-Adventure. Ach je, Leute, also heute ist ja... Ich habe ein Spiel erst heute auf meiner Honorable Mentions Liste. Das war das erste Spiel des Tages, des Abends. Ja, und auch des Tages. So.
ja, Steuerung. Oh, das ist das Intro. Ja, hier ist wieder das Problem. Wer bin ich? Was bin ich? Was muss ich tun? Wie steuere ich das Ganze? Tja, also Joystick-Steuerung war damals leider kein Standard. Das ist, ja, eine Katastrophe. Und es gab halt damals keine einheitlichen Steuerkonzepte. Das war halt echt schade. So. Dark Room Software Presents. So, das ist jetzt Stuntman. Da hatten wir auch mal ein Spiel auf dem, war das auf dem C64 oder Amiga, so ein PD-Spiel, was auch total schlecht war. Ja, Moment, ich muss jetzt das nächste, den nächsten Part laden. Tja. Eigene Komposition war damals echt eine Seltenheit. Moment. So. Ja, ist das jetzt ein Fehler oder? Das sieht echt komisch aus. Nee, also. Nächstes Spiel. Es muss irgendwann heute am Abend nochmal ein gutes Spiel kommen. Ich beruhige euch, weil es gibt immer mehr als ein gutes Spiel am Abend. Zap Attack. Mit 8 Kilobyte Speicher. Das ist jetzt doch mal. Interessanterweise haben meine Lieblingsspiele immer 8 Kilobyte Speicherweitung benötigt. So. So, was ist das denn hier? Oh. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ah, ich kann mit dem Joystick steuern. Das ist schon mal gut. Achso, ich kann Luft tanken. Ich vermute mal, ich kann schießen, aber ich weiß nicht wie. Tja, Moment. Ach, ich... Refilling? Ammunition Refill? Oder muss ich irgendwo unten hinfahren? Das ist ja ein Gewusel hier. Also ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ja, das ist das Tosek-Archiv, David von Scouten. Und zwar, das gibt's bei archive.org. Das kann man sich da runterladen. Und die meisten Spiele damals sind auch Zeitschriften-Listings. Ja, also ich weiß nicht, wie man das Ding steuert. Und vieles ist auch selbst gemacht. Also wo dann irgendwelche Leute dann auch noch was auf der Platte gefunden haben, was selbst programmiert wurde. Und das haben die dann halt irgendwie dann in das Tosek-Archiv gepackt. Das, da gibt es auch viel. So, Subchase. Ah, Moment, jetzt habe ich wieder das falsche... Die falsche Speicherkonfiguration. Das ist nochmal ganz wichtig für die, also die es noch nicht wissen. Man braucht halt beim VC20 immer die passende Speicherkonfiguration. Ansonsten geht gar nichts. So, jetzt haben wir hier irgendwelche U-Boote. Oh Mann, und das flackert und flimmert vor sich hin und da wird einem echt schlecht. Und ich weiß gar nicht, was mache ich denn hier eigentlich? Ach nee, ich bin oben das Schiff, ja? Ich muss nur Feuerknopf drücken. Und, Wasserbomben werfen. So, mehr mache ich nicht. Also das ist halt schon öde. Also vom Spielprinzip her, ja, gut. Okay. Das ist nicht gut gelungen. Ja, aber ihr glaubt gar nicht, was ich damals für primitive Sachen hatte und worüber ich mich gefreut habe. Das ist halt auch dann Zeitgeist, weil man kannte ja nichts und
Also hätte ich jetzt teilweise die Spiele hier aus dem Tosek-Archiv damals gehabt, also ich wäre sowas von happy gewesen. So, ZC, oder ist es YC, das weiß ich jetzt gar nicht. Und dann Komma, Punkt, das liegt glaube ich auch woanders, weil der VC20 hatte damals die amerikanische Tastatur und den Slash, den finde ich nicht, aber gut. Oh je. Ja, das ist das gleiche Spielprinzip. Aber flüssiger und ich finde halt die Tasten nicht so richtig. Ja. Okay, sorry Leute, das ist ein auch nicht gut. Ja, Subchase ist eine Arcade-Adaption. Aber ich fand jetzt auch nicht so einen dollen, also das Spielkonzept fand ich nie so gut. Also es gab auch viele schlechte Arcade-Sachen, fand ich. Ja, aber gut, es war halt so. Es gab überall halt gute Arcade. Ich bin zum Beispiel auch kein Pac-Man-Fan. Ich mag Pac-Man nicht. Ich weiß, da kriege ich jetzt einen Rant, aber ich fand, also Pac-Man hat kein so tolles Spielkonzept. Da bin ich, glaube ich, auch der Einzige. Also ich fand das halt schnell langweilig. Wenn man das jetzt halt nicht auf Highscore spielt. So, von Frogsoft. Das sieht ja sogar ganz gut aus. Und man kann auch mit dem Joystick spielen. Das finde ich auch schon mal gut. So. Okay, wer jetzt noch keinen Epilepsieanfall hat, der hat keine Epilepsie. Ja, wie startet man das? Moment. Die Steuerung erfolgt über einen Joystick. Ja, oben, Feuer, Bombe, links, rechts, ja. Habe ich den Einsatz verpasst irgendwie? Es ist ja manchmal echt nicht ganz einfach. Also irgendwie, Leute, ich raff's nicht. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier anfangen muss. Also es hört sich gut an, es sieht gut aus, aber ich raff nicht, wie man das Spiel startet. Und, ach, Moment. Es gibt hier einen zweiten, ach, Leute, ich bin ein, es gibt einen zweiten Teil. Das, im ersten Teil war nur das, die Beschreibung. Und jetzt, man muss den zweiten Teil laden und da ist das Spiel. Oder auch nicht. Das Game Over Bild. Jetzt bin ich verwirrt. Aber es sah gut aus. Moment, einmal probiere ich es noch. So, man muss jetzt nämlich hier wahrscheinlich den zweiten Teil direkt reinladen. Das habe ich mich vorhin nicht richtig gemacht. So. Oh nein, jetzt habe ich einen Dauerpupsen, beziehungsweise so ein Tuten. Aber das weiße Rauschen da, das... also das hilft irgendwie, damit man kein Tinnitus bekommt. Das ist gut. Ich brech's ab. Sorry, das ist ein... Also, Submarine. Mit 16 Kilobyte Speichererweiterung. Wow, da bin ich jetzt mal gespannt. Weil das konnte sich damals eigentlich kaum einer leisten. Und es war ja dann voll die aufwendige Entwicklung. So, und Run. Oh. Ja, wahrscheinlich ein Text-Adventure. Was? Das, Type 1? Ja, Type 1? Oh ne, was ist das denn? Ein Seeschlacht-Text-Adventure. Fire. 1, 2. Oh, nee, Leute, ich krieg's nicht hin. Ich, will es nicht lernen. Also, das sind ja wirklich teilweise Spielkonzepte, das geht heute gar nicht mehr. Submarine Commander. Von Thor, Emi. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil das ist ja ein Publisher. Der war bekannt.
Ja, Michael, was heißt kaputt macht? Also heute habe ich irgendwie echt Pech. Also das ist jetzt, gut, es gibt Tage, da gewinnt man, da verliert man. Aber das sieht doch gut aus. Das haben wir, glaube ich, schon mal gespielt. Das sieht ja richtig, richtig gut aus. Also das ist jetzt auch wieder ein, so ein Strategiespiel. Aber ich kann mit dem Joystick sogar steuern. Also das ist jetzt doch mal, gut, ich glaube, ich bin nicht in der Lage, das jetzt zu spielen. Ja, das möchte ich gar nicht behaupten. Aber das ist jetzt ein Spiel, was grafisch auf einem ziemlich hohen Niveau ist. Und das könnte jetzt auf dem C64 auch so sein. Aber ich weiß nicht, was man machen muss. Aber es sieht gut aus. Schaut euch mal die Karte an. Oder soll es überhaupt eine Karte sein? Vielleicht ist es auch ein Stück vom Darm. Ich weiß es nicht. Naja. Aber es sieht gut aus. Es ist gepixelt, oder? Ah, das ist, nee, das ist das Mittelmeer. Jetzt sehe ich das gerade. Ach, da ist Italien. Ich dachte erst mal, da ist ein Elefant. Weil schaut euch mal an hier. Moment, ich kann jetzt den Mauszeiger, ich kann es jetzt nicht zeigen. Aber das sieht aus wie so ein Elefant, wenn man jetzt mal den Kopf so bewegt. Und jetzt ist mir dann aufgefallen, als ich das dann halt invers geschaltet habe, dass das eine Landkarte, also das ist, ja gut, Landkarte war mir eigentlich vorher schon klar, nur ich habe das jetzt mir Mittelmeer nicht zugeordnet. Aber das ist das Mittelmeer, ja klar. Der Elefant. Ist mir nie aufgefallen, dass da ein Elefant ist im Mittelmeer. Ja, gut. Aber schön, aber gut, ich werde jetzt, ich weiß nicht, wie das geht. Wahrscheinlich braucht man da auch ganz viele Tasten, die ich jetzt nicht finde. Aber das Spiel ist zumindest, es macht einen aufwendigeren Eindruck. So, Submarines von Cascade. Also ich habe irgendwie von U-Booten jetzt auch die Nase voll. Zumindest gibt es jetzt kein U-Boot-Spiel, was ich jetzt noch heute spielen würde. Und jetzt auch, was ist das denn jetzt schon wieder? Oh Mann. Ein Pixelhaufen U-Boot-Simulator. Das wusste ich gar nicht, Flopsoft V2 PKT0, dass das Mittelmeer nicht so tief ist. Aber gut, ich glaube, das ist jetzt, also hätte mich jetzt nicht gestört. Aber ich weiß jetzt auch wieder nicht, wie man das jetzt. Ach gut, ich mache das nächste Spiel. So. Subspace Striker mit 16 Kilobyte. Also wenn es jetzt kein Text-Adventure ist, dann bin ich mal gespannt. Weil so viel Speicher hat man damals für Action-Spiele eigentlich nicht gebraucht. Das hatten wir doch vorhin schon mal, sowas. Das Spiel, wo ich den Einsatz verpasst habe, aber das geht jetzt anders. Wow, mit einem fetten Intro. So, ja, wer braucht schon eine Anleitung? So wie das Scannen. Scannen war damals echt ein wichtiges Spielelement. Oder? Was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Ach, ich habe den Einsatz verpasst. Weil ich habe versucht, einen Joystick zu steuern. Und wieder ein TIE Fighter. Oh, warte mal. Ich muss fahren. Was muss ich denn machen? Aber schaut mal, so richtig aufwendige Cutscenes. Das ist eine der Real Space Scan. Scannen und feuern. Weil jetzt muss ich mal ganz schnell auf die Tastatur hauen. Eins. SRS. Ja. Ja, durchs Weltraum fliegen und Abenteuer erleben. Das war damals halt auch so der Zeitgeist. So, Feuer, Feuer, Feuer. 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 Eins. Feuer. Zwei. Und ich bin jetzt irgendwie gesprungen.
Also die Leute haben halt wirklich versucht, ihre Fantasien im Rechner auszuleben. Auch wenn ich nicht so richtig verstehe, was man hier machen muss. Also feuern. Springen. Ja, ich kann 1, 2 und D. So, ja. Aber es gibt immer wieder andere Raumschiffe. So, warte mal. Achso, ich muss versuchen, glaube ich, das abzuschießen. Ich verstehe nicht, warum ich denn so gewalttätig sein muss und einfach alles abschießen. Aber das war damals halt auch so Zeitgeist. Oh, was ist jetzt passiert? Warning? Moment, ich muss... wie kann ich denn schießen? War ein interessantes Spielkonzept. Ei! Ich werde... Ja, ich bin tot. Aber so ein Spielkonzept habe ich auch später nie wieder gesehen. Wahrscheinlich, weil es dann doch zu einfach war. Oder was ist zu einfach? Das war halt die erste Form von interaktivem Film. Ja. Gut. Sudoku. Oh je. Das gab es damals schon. Also das ist eine neue Adaption gewesen, gell? 2007. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war dann so der Zeitgeist, ja, dass man auf jedem Rechnersystem ein Sudoku-Spiel gebraucht hat. Aber, ja gut, das werden wir jetzt auch nicht spielen. Also es gab Sudoku für den VC20. Wem das interessiert, ja, der kann sich das mal antun, aber das ist auch eine neue Adaption gewesen. So, Super Vaders. Von K-Tel. So, wieder das Problem. Spiele ich? Spiele ich nicht? Was bin ich denn? Au, ich hab geschossen. Warte mal, mit was habe ich geschossen? Mit 3, mit der Taste 3. Wie kann man denn bitte schön Feuer auf 3 legen? Es gibt auf der Tastatur 50 andere Tasten, die besser wären als 3. Oh, mit 1 kann man auch schießen. Nee, kann man nicht. Nee, mit 3. Aber wie kann man sich bewegen? Ich kann auch nach links schießen. Und nach rechts schießen. Moment. Okay. Interessant. Also das habe ich jetzt schon mal gelernt. Aber wie kann ich denn mich nach rechts bewegen? Oder kann ich mich überhaupt nicht bewegen? Ah doch, hier. Ja, ich hab's gefunden. Okay. Mit Semikolon und Punkt. Und ach, schaut mal hier. Das scrollt sogar. Nein. Und was mache ich denn jetzt? Ich bin total zittrig. Also ich habe irgendwie... mittlerweile so Probleme mit der Tastatur zu spielen. Aber es hat was. Also, es ist so ein Space Invaders Klon, wie ich ihn noch nicht gesehen habe. Also, wenn das jetzt auf Joystick wäre, wäre das sogar richtig gut. Wobei, es kann auch sein, dass ich heute ein bisschen verblendet bin, weil wir nicht gerade tolle Spiele gesehen haben und man muss nur lang genug irgendwie Müll spielen und dann findet man alles gut danach. Wahrscheinlich bin ich immer dann so begeistert von den Spielen, die Michael hier zum Schrott am Sonntag spielt. Weil für mich sind das dann immer irgendwelche Spiele-Highlights des Tages. Aber es ist halt wirklich so, wenn man sich mit Retro-Spielen, egal mit welcher Plattform, nur mal ausreichend lange beschäftigt hat. Danach findet man das Spiel auch gut. Und die machen halt auch irgendwo mal Spaß. Also man kann auch seine Zeit damit vertreiben. Ja, vor allem gerade so diese Arcade-Spiele, die kann man halt auch mal nach einem schweren Arbeitstag zocken. Da muss man halt ja, sich nicht lange irgendwie beschäftigen. Es fängt ja schon an, dass man
Also wenn ich die PlayStation 5 immer einschalte, ja, dann möchte er ein Update installieren. Und also es gibt immer tausend Dinge, die man machen muss, bevor man ein Spiel spielen kann. Und das nervt dann halt schon. So, was passiert denn, wenn ich die Gegner jetzt alle abgeräumt habe? Vielleicht gar nichts. Aber schaut mal, da unten, da gibt es auch noch irgendwie Viecher. Ne, die werden halt die Leute entführt. Ja. Ja, aber gut. Das Spiel war noch okay. Ich habe die kleine Funktastatur hier, diese Logitech. Die hängt am Mister dran, beziehungsweise per Funk. Und dummerweise sind halt da nicht alle Tasten so richtig abgebildet. Es müsste mal so eine Funk C64-Tastatur geben, die man dann am Mister anschließen kann, dass man halt dann auch das richtige Erlebnis hat. Das wäre toll. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal. Ich kenne jetzt von einigen Leuten aus der Community, die halt dann ihre Taste die haben eine Tastatur genommen und dann einfach dann Aufkleber draufgeklebt. Also dann so, dass man das Layout hat von dem C64 oder VC20. Aber man könnte das mal durchaus basteln, weil das wäre dann halt optimal für den, um das Spielerlebnis beziehungsweise das Retro-Erlebnis dann zu bekommen. Weil da muss ich zugeben, das ist halt echt nicht schön, weil erstmal, ich habe ja eine deutsche Tastatur hier und das Layout vom VC20 war amerikanisch und dann ist es sowieso schon etwas verwirrender. Ja, vor allem, wenn die dann kommen, teilweise dann mit irgendwelchen komischen Tastaturbelegungen, da muss man ja nochmal umdenken und dann gibt's, dann hat man wirklich das reinste Chaos. So, dann würde ich mal vorschlagen, dann mache ich für heute Abend den Sack zu. Game over. dann bleibt alle dran. Gleich kommt der Schrott zum Sonntag. Oliver schreibt gerade, es gibt doch die Kira. Das ist eine Adapterplatine für Tastaturen wie C64 und C128. Die kann man über den PC, am PC über USB anschließen. Ich glaube, es gab sogar die Möglichkeit, irgendwas auch mit Kira hier am Mister zu konfigurieren. Habe ich irgendwo mal, glaube ich, auch gelesen. Bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Muss mich da mal informieren, aber das wäre echt mal ein schönes Geschenk, was man sich aber machen könnte. Ja, also das wäre dann echt optimal. Gut, ja, dann vielen, vielen Dank. Danke, Stefan. Und dann bleibt gleich dran oder beziehungsweise schaltet dann ein beim Schrott zum Sonntag mit Michael. Ja, danke, David von Scouten und Aho. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.